Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf Sie heute willkommen heißen zu einem Abendgottesdienst der besonderen Art. Sie sitzen heute hier aus den unterschiedlichsten Anlässen. Viele von Ihnen sitzen vielleicht hier, weil Sie Freunde oder Angehörige unterstützen möchten. Vielleicht gibt es auch den ein oder anderen Kirchenmusikliebhaber, Schubertliebhaber oder einfach einen Gottesdienstgänger. Auf jeden Fall lässt sich eines über Sie alle sagen: Jede und jeder von Ihnen hat dieses Plakat gesehen. Schauen wir uns das nun einmal etwas genauer an. Da stehen oben also die Daten drauf mit Ort und Uhrzeit, wie sich das gehört. Darauf folgt die Namensnennung des Komponisten Franz Schubert, ohne seinen Zweitnamen Peter, vielleicht aus Platz- oder Designgründen. Franz Peter Schubert wurde am 31. Januar 1797 in der Gemeinde Himmelpfortgrund in Österreich geboren. Er komponierte zu seiner kurzen Lebenszeit über 600 Lieder sowie weltliche und geistliche Chormusik, Ouvertüren, Bühnenwerke, Klaviermusik, Kammermusik, außerdem 7 vollständige und 5 unvollendete Sinfonien. Wenn wir die unvollendeten Sinfonien als Dreiviertelsinfonien bezeichnen, landen wir so bei einer gesamten Sinfoniesumme von 10 Dreiviertelsinfonien. Er starb mit 31 Jahren 1839 in Wien. Danach komponierte er nicht mehr. Sein Tod war durchaus ein Schock für Europas Musikszene. Er galt als derjenige, der, ähnlich wie Beethoven, die Musik in Europa enorm weiterentwickeln würde. Unter der Namensnennung des Komponisten Franz Schubert, ohne seinen Zweitnamen Peter, folgt nun in orangenen Großdruckbuchstaben der Titel des Werkes, welches Sie heute Abend hören: Messe G-Dur. Die Messe an sich ist eine musikalische Gattung, der Texte aus der Liturgie zugrunde liegen. Meistens sind sie nach dem sogenannten Ordinarum aufgebaut. Das sind also die Texte, die stets in Messen auch gesprochen werden. In manchen Kompositionen werden zusätzliche Texte vertont, die sich auf das Kirchenjahr oder besondere Anlässe beziehen. Das nennt man dann Proprium. Bei allen Messen von Schubert fällt auf, dass sie zum Teil erhebliche Abweichungen vom offiziellen katholischen Messtext haben. Die Messe in G-Dur ist eine sogenannte Missa Brevis, das heißt ein kurzes, für den regulären sonntäglichen Gebrauch verfasstes Werk. Schubert war 18 Jahre alt, als er sie schrieb und brauchte nicht mal eine Woche, sondern nur 6 Tage dafür. Im gleichen Jahr schrieb er außerdem noch etwa 150 andere Lieder. Zunächst hören wir nachher das Kyrie, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich, ein Huldigungsruf an den Herrn zum Auftakt. Es folgt das Gloria, die Lobpreisung des Herrn, Ehre sei Gott in der Höhe. Als drittes kommt das Credo, das Glaubensbekenntnis. Hier fällt auf, dass Schubert eine Passage weggelassen hat. Et in unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Ich glaube an die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Diese Passage hat Schubert in allen seinen Messen weggelassen. Eine deutlich antiklerikale Einstellung, die damals als Nachwirkung der Aufklärung typisch war. Auf das Credo folgt das Sanctus. Das Sanctus stammt aus dem Alten Testament, in dem Prophet Jesaja eine Vision schildert. In dieser Vision sieht er Gott auf einem Thron in einem Tempel und über ihm stehen 6-flügelige Engel, Seraphim. Diese rufen 3-mal heilig, heilig, heilig. Sanctus, Sanctus, Sanctus. Außerdem gibt es im Sanctus eine sehr, sehr schöne Osanna-Fuge. Osanna in Excelsis, das wird ein echter Ohrwurm, das kann ich Ihnen versprechen. Osanna, ursprünglich hebräisch, Hoshiana, steht für Hilf doch oder Hilf bitte. Das Benediktus ist ein Huldigungsruf des Volkes an Jesus Christus.
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Im Agnus Dei bittet die Gemeinde um Erbarmen und um den Frieden des Lamm Gottes. Zurück zum Plakat. Durch das D von G-Dur zieht sich der grafisch eingefügte Bogen einer förmlichen Achtelnote, deren Fahne das Dur umrahmt, um ihm so vielleicht einen besonderen Ausdruck zu verleihen. Man muss dazu sagen, dass alle Messen von Schubert in Dur geschrieben sind. Vielleicht ist dies also ein grafischer Hinweis darauf. Die Form der Achtelnote an sich ist nicht ausgefüllt, was Fragen aufwirft, denn so ist es eine Note, die eigentlich nicht existiert. Unter der Messe G-Dur steht ebenfalls in Orange, allerdings klein gedruckt, musiziert, getanzt, gefeiert. Rechts daneben stehen die Beteiligten der Messe, ein Projektchor aus Dietersweiler, ein Streichensemble, ein Bewegungschor, Sopran, Tenor, Bass, eine Sprecherin, Liturg und Leitung. Eine Messe, die gesungen, getanzt, gefeiert und gesprochen wird. Keine Sorge, ein Musical wird es nicht. Ruth Wörner hat gemeinsam mit den Sängerinnen und Sängern des ehemaligen Kirchenchores Dietersweiler den Bewegenden und Musizierenden nach zusätzlichen Ebenen gesucht, diese Messe zu begreifen. Und so erweitern wir die akustische Ebene um die optische Ebene. Diese ist außerdem auch im unteren Teil des Plakates abgebildet. 5 junge Damen stehen da mit willkommen heißenden geöffneten Armen und durch das Singen geschuldet geöffnete Münder. Eine einladende Geste, die Sie später auch in der Messe erleben werden. Nun ist das Plakat zu Ende. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Abend und vielleicht bekommen Sie ja auch noch weitere Ebenen von der Messe mit.
Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Mit dem Bibelwort über den Tag des Erzengels Michael und aller Engel aus Psalm 34 heiße ich uns alle recht herzlich willkommen. Ehemalige Mitglieder unseres Kirchenchores in Dietersweiler, Studierende und auch ehemalige Studierende der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Stuttgart gestalten heute die Messe in G-Dur von Franz Schubert im Rahmen der Liturgie einer evangelischen Messe. Den Ablauf sowie alle Übersetzungen der lateinischen Texte finden Sie in Ihrem Gottesdienstblatt. Gemeinsam gesungene Choräle sowie auch das Psalmgebet entnehmen wir dem evangelischen Gesangbuch. Michaelis ist ein Festtag mit einer langen kirchlichen Tradition. Vom Termin neben Erntedank geht er häufig ziemlich unter. Wir hören nachher vom himmlischen Kampf Michaels gegen den Drachen. Und in ihm wird anschaulich, wie Gott das Böse besiegt. Daher wird Michaelis zu den Christusfesten gezählt. Jesus überwindet das Böse. Es mag ein Kampf sein, aber der Ausgang steht fest. Wir loben nun Gott mit unserem ersten Lied. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir beten zu Gott mit Worten aus Psalm 34, Gesangbuch, die Nummer 718. Die Gemeinde betet dabei die eingerückten Zeilen und der Chor rahmt den Psalm mit einer Antiphon. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn. Preiset mit mir den Herrn. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Als einer im Elend rief, hörte der Herr. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen. Reiche müssen darben und hungern. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Der Gerechte muss viel erleiden. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du jetzt da bist
und dass du uns hörst, wenn wir zu dir beten. Wir kommen zu dir mit all unserer Unruhe. Wir kommen mit all den Gedanken und Sorgen, die wir uns machen. Wir vertrauen darauf, dass du mächtiger bist als alles, was uns bedrückt. Du bist der Herr über die sichtbare und die unsichtbare Welt. Sammle unsere Gedanken und mache uns frei, damit wir loslassen können und offen werden für das, was du uns sagen willst. In der Stille sagen wir dir, was uns persönlich auf dem Herzen liegt. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Amen. Im Kyrie bitten wir Gott, der unsere Sorgen kennt, um sein Erbarmen.
Im Gloria erklingt gegen alle Furcht das Gotteslob, weil Gott stärker ist als all unsere Not und Sorgen. Ich lese aus der Offenbarung 12, Vers 7 bis 12. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Und er siegte nicht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel, und Satan, der die ganze Welt verführt. Er wurde auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil
und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder und Schwestern ist gestürzt, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Darum freut euch, ihr Himmel und die darin wohnen. Weh aber der Erde und dem Meer. Denn der Teufel kam zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Liebe Gemeinde, wo finden wir Schutz und Sicherheit? Einen Ort, wo es keine Bedrohung gibt, wo das Böse keinen Zutritt und erst recht
keinen Zugriff hat. Erschreckenderweise beginnt unser Predigttext mit den Worten: Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Ist nicht einmal der Himmel so etwas wie ein Safe Space, ein Tabubereich für alles Böse? Die Offenbarung des Johannes ist voller verstörender Bilder und Symbole, aber dass es einmal so weit kommen würde, dass es selbst in der unmittelbaren Umgebung Gottes zum Krieg kommt, das wirkt erschütternd. Allerdings darf man nicht übersehen, die Sprach- und Bilderwelt der Offenbarung des Johannes ist nicht als Endzeit-Doku oder gar als Nachrichten aus der Ewigkeit gedacht. Es ist verdichtete Wahrheit. So eindrücklich das alles wirkt, was Johannes niederschreibt, bezieht es sich dennoch auf eine Wahrheit, die eigentlich unaussprechlich ist. Insofern ist unser Predigttext kein Bericht aus einer Kriegsregion, wie zum Beispiel der Ukraine, über die jeweiligen Ereignisse oder den Kriegsverlauf. Vielmehr legt Johannes hier fest, dass Gott nicht in einer entrückten Ferne schwebt, da, wo das menschlich-irdische Geschehen ihn überhaupt nicht mehr beträfe. Nein, Gott ist nicht fern, auch nicht der Gott im Himmel. Vielmehr berührt ihn das Böse ganz unmittelbar. Und das Böse lässt ihn nicht unberührt. Und Gott greift ein. Der Erzengel Michael ist Israels Engelfürst. Für jüdisch geprägte Menschen ist die Ehrfurcht vor Gott viel zu groß, als dass sie Gott selbst in einem Kampf beschreiben würden, wie zum Beispiel die vielen Gottheiten der Antike. Dass aber hier als An- und Heerführer der Engelfürst, der Erzengel Michael auf den Plan tritt, das hebt hervor, der Kampf gegen das Böse wird nicht auf einer unteren Ebene irgendwo verhandelt. Dieser Kampf ist Chefsache. Und dieser Kampf illustriert in machtvollen Bildern, was Jesus Christus in seinem Kreuzestod in Niedrigkeit bewirkt hat. Das hält die Wendung durch des Lammes Blut in aller Kürze dennoch fest. Und auch am Kreuz geht der dreieinige Gott bis ans Äußerste. Er lässt sich vom Bösen berühren, um dessen Macht mit in seinen Tod zu nehmen. Gott hat sich selbst durch seinen Sohn zu unserer Rettung hingegeben. Aller Macht entäußert, bis zum Tod am Kreuz. Aber das Ziel von Golgatha in Niedrigkeit ist das gleiche wie das, was hier beschrieben wird vom Krieg im Himmel.
Das Böse ist überwunden. In seinen Engeln, da kommt in der Bibel Gott den Menschen immer nahe. Im Glauben an Jesus Christus, da ist Gott nicht fern, sondern bei uns und in uns, und wir sind in ihm. Und das feiert die Kirche in den Sakramenten Taufe und Abendmahl. Jesus ist da, und wo wir sind, ist immer auch Jesus. Martin Luther hat einmal über den Namen Immanuel, Gott ist mit uns, folgendermaßen gepredigt. Er ist bei uns im Schlamm und in der Arbeit, dass ihm die Haut raucht. Er ist uns in aller Not und Sorge so nahe, dass seine Haut raucht. Zur Lebensnähe der Offenbarung, auch mitsamt ihrer großartigen, mythologisch anmutenden Bildern, gehört, dass der böse Drache nicht einfach kampflos aufgibt. Nur weil Michael und seine Engel bedrohlich gegen ihn aufmarschieren, zieht er sich nicht einfach geschlagen zurück. Das Böse verschwindet nicht einfach. Hass, Gier, Gewalt oder auch Krankheit hören nicht einfach auf. Es braucht eine Macht, die sich ihnen entgegenstellt. Es braucht nicht nur Engel, es braucht auch Menschen, die dagegen aufstehen und für die Schwachen und die Sache Gottes einstehen. Ich gebe zu, dass es mir schon Eindruck macht, wenn Michael und seine Engel nicht nachgeben, dagegenhalten und den Drachen aus dem Himmel werfen, sodass der Himmel ein für allemal wirklich der Safe Space schlechthin und Tabu für alles Böse bleibt. Aus unserem eigenen Leben wissen wir jedoch, dass dies auch ganz lange dauern kann. Was uns Angst macht, was uns Atem und Freiheit nimmt, was uns bedroht, krank macht oder den Mut nimmt, das ist nicht unbedingt nach einem kräftigen Ansturm besiegt. Gegen manche Sorgen kämpft man sogar sein Leben lang. Und manchen Sieg werden wir auf Erden leider nicht erringen. Aber solche Kämpfe sind keine Zeichen von Gottverlassenheit. Gott ist da. Gott kämpft an unserer Seite. Gerade dann ist Jesus bei uns. Im Schlamm und in der Arbeit, dass ihm die Haut raucht. Und zugleich steht noch eines fest. Der himmlische Kampf Michaels gegen den Drachen, das ist kein Kampf um den Sieg. Der Sieg steht fest. Es ist unmöglich, dass Gott vielleicht doch schwächer wäre als das Böse oder gar der Tod. Dem Bösen ist nur eine bestimmte Zeit gewährt. Warum das so ist, das erklärt unser Abschnitt nicht. Aber indem er beschreibt, wie Satan und seine Engel aus dem Himmel auf die Erde geworfen wurden, da wird klar,
warum das Böse trotz dieses Sieges nicht einfach vorbei ist. Wir leben auf Erden oftmals immer noch in einem solchen Zustand, wo das Böse sich mächtiger zeigt als das Gute und wo noch nicht ausgemacht scheint, wer tatsächlich obsiegen wird. Die Tage des Bösen und die Tage der Bösen sind aber gezählt. Daran lässt die Offenbarung keinen Zweifel. Und wer auf Erden glaubt, sich durch Gewalt, Tyrannei und Unrecht einen Vorteil sichern zu können, der kämpft auf der Seite der Verlierer. Heute feiern wir Michaelis im Rahmen eines abendlichen Gottesdienstes. Und die hereinbrechende Nacht ist oft auch ein Symbol für das, was Angst macht. Sie kann uns ängstigen und viele kranke und sorgenvolle Menschen warten sehnlich auf die aufgehende Sonne, wenn nicht mehr alles ineinander verschwimmt, sondern endlich wieder Klarheit herrscht. Daher gehört zur langen Tradition der Kirche beim Abendgebet die sogenannte Commendatio Animae, die Anbefehlung der Seele. Man legt sein Leben und seine Seele vor der Nachtruhe in Gottes Hand. Wir bitten Gott um den Beistand seiner Engel, die uns in der Nacht beschützen und begleiten. Wir bitten um Schutz und Sicherheit vor dem Dunkel der Welt. Und ich schließe die Botschaft vom Sieg Michaels über den Drachen ab mit dem Abendsegen Martin Luthers. Und ich lade Sie ein, entweder in Gedanken oder auch, wer mag, laut mit Worten mitzubeten. Das walte Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dass du mich diesen Tag gnädiglich behütet hast. Und bitte dich, du wollest mir vergeben alle meine Sünde, wo ich Unrecht getan habe, und mich diese Nacht auch gnädiglich behüten. Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Amen. Wir bekennen unseren Glauben an den rettenden Gott mit der Vertonung des nizänischen Glaubensbekenntnisses, die wir nun miteinander hören.
Wir wollen miteinander beten und wer kann, mag dazu aufstehen. Ewiger Gott, wie oft warten wir auf einen Engel, der uns beisteht. Wir fühlen uns dem nicht gewachsen, was uns widerfährt. Wir sehnen uns nach einer spürbaren Macht, die es aufnehmen kann mit dem, was uns niederdrückt, ängstigt und verunsichert. In allem Streit mit der Finsternis, in uns und um uns, sende uns deine Boten, dass wir bewahrt werden in deinem Geist. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten für die Furchtsamen. Öffne ihre Augen, dass sie dich sehen. Wir bitten für die Gefährdeten. Nimm ihre Angst, dass sie dir vertrauen, und sende ihnen Menschen, die ihnen beistehen. Wir rufen zu dir. Herr, wir bitten für die, die unsicher geworden sind und denen keiner etwas zutraut, dass sie Selbstsicherheit finden. Wir bitten für jene, die keinen Rat mehr wissen, weil sie nicht mehr vertrauen können. Schicke ihnen Menschen, die es gut mit ihnen meinen. Wir rufen zu dir. Wir bitten für die, die glauben, dass in unserer Zeit nur noch Unheil, Streit, Unterwerfung, Vernichtung und Tod gewiss seien. Sei ihnen nahe durch alle, die dir dienen. Lass uns ihnen die Hoffnung auf dein Reich bezeugen und lass uns Boten des Wortes sein, in der Rede und in der Tat. Wir rufen zu dir. Wir erheben unsere Stimme, Herr, inmitten der Mächte der Welt und bitten, durchdringe uns, dass das Böse und die Furcht vor ihm klein werde, dass das Vertrauen auf dich wachse und unsere Gewissheit, dass du herrschst und deine Macht nicht aus der Hand gibst, wie groß sich auch die Mächtigen dieser Welt gebärden mögen. Wir rufen zu dir. Sende uns deine Engel, die uns bewahren auf allen unseren Wegen, die uns im Leben begleiten und einst in dein ewiges Reich führen. Amen. Zur Mahlfeier steigt das Gotteslob der Gemeinde zum Himmel auf. Und im Benediktus heißen wir den Geber alles Guten willkommen. Thank you.
Wir beten miteinander mit den Worten, die uns Jesus selbst zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, Jesus befreit uns von Sünde und Schuld, er nimmt uns unsere Last ab und schenkt uns seinen Frieden.
Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle zunächst an Frau Werner, an unsere Sängerinnen und Sänger, an die Mitwirkenden im Bewegungschor sowie alle Musikerinnen und Musiker, die uns heute das gesungene, gespielte Gotteslob und die Botschaft vom Gott, der für uns kämpft, haben lebendig werden lassen. Ganz herzlichen Dank dafür. Mit Ihrem heutigen Opfer tragen Sie dazu bei, dass dieses Projekt umgesetzt werden konnte. Da wir Gottesdienst gefeiert haben, gab es keinen Eintritt. Jeder und jede gibt, wie er oder sie mag und kann. Gottes Engel begleitet uns auch in der Nacht. Wir singen noch einmal miteinander. Wir gehen in diese Nacht und in die kommende Zeit unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.